Und wie gefällt euch bis jetzt das Spiel? Gut, schlecht, was könnte man noch verbessern? Bessern. Na, verdammt. Also wieder bis da runterfahren. Komm ich hier lang? Ja. Nee, ich bin noch kein legendärer Spieler, weil mir zwei Klassenstories fehlen. Also einmal hier von dem Jedi-Wächter oder Jedi-Ritter. Da fehlt mir die Story, die ich ja jetzt gerade spiele, und vom Revolverhelden, die ich ohne nachholen wollte. Und erst dann, wenn du ja jede Klassenstory durch hast, mit jeder Figur auf jeder Seite, dann wirst du dieser legendäre Spieler mit einem eigenen hier, glaub, eigene Umrandung. Gold, glaube ich, war das. Und das hole ich jetzt nach. Ich hätte es halt cooler gefunden, wenn die Leute, die seit Anfang an dabei sind, halt legendärer Spieler wären und Ewigkeiten schon Abo haben. Aber das sahen die wahrscheinlich anders. Ja, ich warte nicht auf die Kapitel, ich werde. Also ich habe mir das jetzt eigentlich. Ich finde es scheiße, dass die das Add-on, halt dass jetzt jeder Programmierer damit anfängt, seine Spiele in Episoden rauszubringen. Das ist so nervig und das. Ach, das ist räudig. Das ist einfach nur Geld rausgezieht aus den Usern, die die Spiele spielen wollen. Das ist so affig. Mit Hitman passiert dasselbe. Hätten sie das Add-on lieber rausgebracht, im Kompletten. Die Leute hätten es gespielt und fertig. Und so ist es ja eigentlich nur eine Hinhaltetaktik, um die Abonnentenzahlen zu behalten. Genauso wie sie ja jetzt mit irgendwelchen Geschenken die Leute ködern, dass die ja lange Abonnent bleiben. Oder aber am Ende dann wieder merkst, dass wahrscheinlich die Geschenke, die sie dort haben, du dir irgendwie irgendwoher selber erspielen kannst. Wahrscheinlich. Und das ist zum Kotzen. Das war wie hier mit diesem Gefährten. Wie hieß denn der? Dieser eine Revolverheld hier. Hieß es so, erst bleib Abonnent und du kriegst diesen exklusiven Gefährten und was ist passiert? Den Gefährten kriegt jeder. Das fand ich richtig assi. So, Bebem, und wir müssen dort hinten zum Fahrstuhl. Danach habe ich dann auch mein Abo nicht mehr verlängert. Ich habe jetzt bloß noch Game Time Karten. Ja. Ich glaube, die haben das sogar versucht, so ein bisschen wie Guild Wars halt, diese lebendige Geschichte, aber diesen Episoden rausgebringe in so weiten Abständen, das ist doch total behämmert. Sollten sie doch, weiß ich, jeden Monat oder. Was ist denn das jetzt hier? Zerstört den Turbolaser auf dem. Fangen wir mal oben an. Das ist doch. Halte ich überhaupt nicht von. Wie gesagt. Finde ich Rotze. Es wäre ja wie bei mir auf der Baustelle, ne? Wo ich dann sage, naja, ich baue auch in Etappen jetzt das Haus fertig. Ich komme in einem Monat mal wieder. Geht und das wieder? Mach dann da weiter. Müssen sie halt warten.
Ja. Aber bezahlen müssen sie trotzdem. Das wäre cool. Du, die kriegen genug Geld. Glaub mir. Alles wieder in Ordnung. Seitdem die den Kartellmarkt haben, haben die genug Kohle. Da haben die mehr Geld als vorher, wo sie nur ein Abo-Modell hatten. Weil ja die Leute die kaufen. Der schon wieder. Nächsten. Nimm mal bitte das Haargummi dort weg. So ein Bundesschüler. Was man doch denkt. Das Fege? Also was ist denn Wege? Was? Danke für dein Follow, BT oder LM. Lang. Dörte. Oh. Das ist eine dicke Bombe. Unser komischer Kasperkopf hier. Der Aufseher. So, jetzt immer. Bam. Zack. Ja, komm hier, du willst. Du willst es doch auch. Was, wenn eine PlayStation 4 hat, die ich leider noch nicht. Ich wollte mir immer eine holen, aber ich. Wie komme ich immer? Da kommt aber was dazwischen. Ich habe nur eine PlayStation 3. Alles wieder in Ordnung. So, hat er was fallen lassen? Nee, oder nee. Ja, was wäre ist jetzt besser, die Xbox One oder die PlayStation 4? Das würde mich nämlich interessieren. Ich schwanke immer noch. Hm.
muss ich jetzt eigentlich hin? Ach, ich muss jetzt wieder hoch, muss dann wieder zum nächsten Turm. Ach, Wege ist Wegen. Okay. So, haben wir den ersten Turm erledigt. Gehen wir zu Nummer 2. Also ich habe die hier nicht umgebracht. Nö, also ich habe jetzt keine... Was, die hat 720 P nur? Warum das? Nee, die meisten, die ich kenne, die haben alle einen PC, also... Die haben zwar eine Konsole, aber zocken überwiegend nur auf dem PC. Von daher ist es irrelevant, welche Konsole. Ich weiß immer nie, die einen sagen PlayStation und die anderen dann halt Xbox, ne? Geht das wieder? Gestern ging es noch. Was ist denn jetzt los hier? Wieso ruckelt denn das hier drin so? Hä? Ja, also... Läuft er jetzt das weg oder läuft er jetzt das mehr weg? Doch. Er läuft weg. Ja gut, das stimmt schon, also ich würde mal lieber die Konsole nehmen. Wo am meisten Freunde wahrscheinlich dann da sind. Achso, du nimmst den Halo. Hallo Flashy. Ja, alles nur theoretische Werte. So, Bombe 2 ist kaputt. Ja, mit Halo kann ich mich irgendwie nie anfreunden. So, warte mal, wir müssen hier schräg durch. Irgendwie ist das hier so... Irgendwie so... Ruckel. Ja, jetzt geht's wieder. Warum ist da drinne? Hm, komisch. Ist wie auf Alderaan. Okay, jetzt stehen hier welche. Geht das wieder? Ja, also auf der am PC zocke ich halt mit dem Xbox Controller. Der ist halt schon, ja, ich finde den halt cooler. PlayStation 3, die habe ich jetzt echt nur wegen Netflix und KKG so. Oh, Battlefront. Bisschen enttäuscht von dem Game. So.
Jetzt müsste ja eigentlich... Genau, der Turm. Überhaupt keine Langzeitmodi wieder... wie es heißt. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Alles wieder in Ordnung. Richtig. Die hätten aus dem Spiel viermal rausholen können. Geht es wieder? Ah, okay. Ja, ich muss hier lang, da lang. Ja, muss ich mal schauen. Früher habe ich mir den Konsole eigentlich immer nur den EMG geholt und das war wegen Final Fantasy. Aber... Die neuen Final Fantasy Teile finde ich nicht so prall. Okay. Bin ja mal gespannt, was dann für eine Konsole dort auf dem Markt ist. Wahrscheinlich hier mit dieser komischen Brille hier, die sie ja jetzt auch rausgebracht haben. Ich glaube, Nintendo bringt immer eine neue raus. Oder ist die schon draußen? Und irgendwas gelesen. Ist da auch noch irgendwas gelesen? 2019? 3 Jahre? Ja, jetzt schon eigentlich mal. Boah, Alter, was? Ich. Also, ich kann nur 2 Wörter von dem letzten Satz lesen. Das ist ich und Gamescom. Nehme ich jetzt mal an. Wahrscheinlich dort hinten durch. So, okay. Ich. Danke fürs Übersetzen. Ja, ich habe den neuen Star Wars Film gesehen. Und danach hätte ich mir am liebsten die Augen ausgestochen. Hätte mir gewünscht, ich hätte ihn nie gesehen. Sieht natürlich auch jeder anders, aber okay. Ich bin halt der Meinung, dass man extrem merkt, dass, dass Disney jetzt die Filme macht. Und ich meine Lukas. Die Macht der Sith. Das Spiel kenne ich.
Naja, wenn ich 6 Bier gesoffen habe, dann kriegst du sowas auch hin. Wieso, hast du den Film schon gesehen oder willst du noch sehen? Ich muss etwas wissen. Denkt ihr wirklich, dass ihr etwas erreicht? Als Jedi hattet ihr größeren Mut. Genug geredet. Kommt heraus und stellt euch. Noch so ein sinnloses Duell. Ich habe keine Zeit, gegen euch zu kämpfen. Eure Siege sind alle bedeutungslos. Ihr seid ein verzweifeltes Insekt, das sich an ein brennendes Blatt klammert. Letztlich gewinnt doch der Imperator. Diese gefallene Galaxis wird verzehrt. Die Reinheit kehrt zurück. Ich sage das nur einmal, Braga. Gebt jetzt auf, oder ich werde euch vernichten. Eine leere Drohung. Wenn ihr mich findet, ist es längst zu spät. Corellia wird so oder so in Flammen aufgehen. Und wir werden alle zusammenbrennen. Hier geht es um mehr als nur um den Imperator. Meister Braga ist ein Fanatiker. Er wird nie aufgeben. Wir müssen ihn finden, bevor es zu spät ist. Vielleicht weiß Dr. Godera, wo er steckt. Naja, ich finde es halt kacke, dass in dem neuen Star Wars Film dann quasi mit einer, also nicht ganz mit einer eigenen neuen Geschichte angefangen wird, weil sie übernehmen ja große Teile. Aber vieles, naja, dass die halt den alten Kanon, die gesamte Geschichtsschreibung quasi ad acta gelegt haben und gesagt haben, ja, wir fangen hier einfach neu an. Ne, ich spoiler nie. Also ich werde dir nicht erzählen, was dort der... Ich meine so, da müsstest du ja das Poster hier nur schon als Spoiler ansehen, aber... No. Ich finde ihn nicht gut, also... Ich finde es schade. Was damit passiert ist. Ist halt, wie gesagt, man merkt halt, dass Disney den jetzt hat, weil es übertrieben, ja, manche Gags und so, die hätte man sich stecken können. Das fand ich dann irgendwann zu viel. Kam halt kein richtiges Star Wars Feeling auf. Nicht so wirklich. Jetzt fahren wir mal hier drüber. Aber mal gucken. Was ich wiederum cool finde. Naja, das Lichtschwert hat schon einen Sinn. Also, da ist es wieder so eine Sache, dass... Das passt schon wieder, weil... Das Lichtschwert halt so Funken sprüht, weil das... Der Kristall... Ja, von Kylo Ren gemacht wurde. Und normalerweise muss der Kristall für ein Lichtschwert von eben... richtigen Meister erstellt werden. Ja. Hab ich im Internet irgendwie gelesen, weil sonst wird der Kristall unruhig und sprüht halt ständig Funken. Ja. Das Schwert als solches finde ich eigentlich cool, aber... ach hier, die wurden überrannt oder was? Nee. Was hier passiert? Ja, es kommen ja jetzt, jedes Jahr kommt ein neuer Film raus. Ich glaube, alle 2 Jahre kommt. Dr. Godera, die Sith haben ihn getötet. Verdammt sollen sie sein. Ich werde seinen Namen jedem Feind einbrennen, den ich hier töte. Ich weiß, dass er die Geste zu schätzen wüsste.
Alle Gegner sind erledigt, General. Ich habe Dr. Guderas Arbeit gefunden. Sieht wichtig aus. Er verfolgte Meister Bragas Holo-Übertragungen zurück. Und er fand Signale von einem imperialen Schlachtkreuzer, der über dem Kapitolplatz schwebt. Meister Braga ist verrückt geworden. Und jetzt hat er ein Kriegsschiff unter Kontrolle. Lasst sie beide abschießen. Das würde zu massiven zivilen Verlusten im Herzen Corellias führen. Wir brauchen einen besseren Plan. Republikanische Truppen haben im Regierungsbezirk einen Frontstützpunkt errichtet. Sammelt eure Leute und trifft mich dort. Eure Jedi-Truppen haben die Imperialen überrascht. Jeden einzelnen von diesen mordenden Abschaum ausgelöscht. Ihr habt einen Trupp im Kampf verloren, aber er ist kämpfend untergegangen. Das Opfer war nicht umsonst. Danke, dass ihr das Richtige getan habt. Ich habe hochmoderne Kampfausrüstung für euch. Ich dachte schon, ja, genau hier. Gut, dass ich euch nicht an unsere Abmachung erinnern muss. Ich würde nie ein Jedi hintergehen. Das bringt Unglück. Ich übermittle die Koordinaten unseres Frontstützpunkts an all eure Leute. Trefft sie dort. Viel Glück. So. Ja. Ja, ich glaube, da sollte so ein bisschen rustikaler das Lichtschwert werden, so ein bisschen mittelaltermäßig. Aber ist ja klar, dass sie jetzt anfangen, irgendwelche neuen Sachen auszuprobieren und was weiß ich. Die ganze Kutte so von Kylo Ren und so, das hat mich so ein bisschen an Revan erinnert. Das fand ich eigentlich cool, bis er die Maske abgenommen hat. Danach war es nochmal cool. Ich glaube, alle zwei Jahre kommt jetzt ein Episodenfilm von Star Wars raus und jedes Jahr kommt dann so eine Hintergrundgeschichte raus, habe ich das irgendwie so. Ich könnte mich ja gerne berichtigen. Schneit's schon wieder bei mir. So. Ins letzte Gebiet und dann müssten wir eigentlich fertig sein. Ja, Level 50, ja, läuft. Also die nächsten Teile werde ich mir auf jeden Fall nicht mehr im Kino angucken. Was ich mir aber definitiv dieses Jahr reinziehen werde, ist der Film von World of Warcraft. Bin ich ja mal gespannt. Und, weil ich ein übelster Fan von Assassin's Creed bin, den Film dazu. Mit Michael Fassbender. Das sollte helfen. Naja, Kino XTO. Benutze ich nicht. Ich warte dann meistens, wenn es dann so bei Sky kommt oder bei Amazon. Ja, genau. Assassin's Creed Hype. Ich wollte eigentlich normalerweise alle Teile durchzocken, also das mache ich auch noch per Livestream. Letzte Woche ging es halt nicht. Und viel zu viel Arbeit habe. Ey, das ist so übel gerade. Zwei Baustellen und total im Stress. Aber wenn ich mal wieder weniger Stress habe, dann werden die Teile durchgezockt.
bin ja derzeitig bei Altair und kurz vorm Ende vom ersten Teil. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Gewinnen oder verlieren, darum geht es jetzt. Aris Wyam arbeitet für den korallianischen Geheimdienst. Er hat gerade erfahren, dass unsere Arbeit hier härter ist, als wir dachten. Meine Aufklärungsteams haben gerade einen Energieanstieg aus den Reaktoren des imperialen Schlachtkreuzers verzeichnet. Wir glauben, dass die Reaktoren des Kreuzers überladen werden. Da bahnt sich eine Explosion an. Wir haben seine anderen Pläne schon vereitelt. Ein Selbstmordangriff ist alles, was ihm noch übrig bleibt. Wenn Meister Braga unbedingt sein eigenes Schiff zerstören will, warum lässt er es nicht auf der Oberfläche zerschellen? Bei der derzeitigen Höhe würde eine Detonation des Reaktors nicht nur diesen Sektor zerstören. Durch die Strahlung würden in einem Umkreis von Hunderten von Kilometern alle sterben. Die gute Nachricht ist, dass es einen sicheren Turbolift gibt, der den Kreuzer mit den Regierungsgebäuden verbindet. Sie verwenden ihn, um Truppen dorthin zu schicken. Euer Stoßtrupp wird ihn verwenden, um in den Kreuzer zu gelangen, die Reaktoren abzuschalten und sich um Meister Braga zu kümmern. Ich bin gespannt auf Ihre Gesichter, wenn ich meine ganzen Freunde mitbringe. Mit der Regidi-Armee könnt ihr den Gegner nicht überraschen, aber keine Sorge. Eure Leute werden viel zu tun haben. Ich befehlige einen Zug republikanischer Truppen. Mit euren Jedi-Kommandos als Rückendeckung können wir feindliche Kommandozentralen im ganzen Gebiet treffen. Wir werden die Aufmerksamkeit der Gegner von eurem Stoßtrupp ablenken und den Kapitolplatz für die Republik zurückerobern. Ich wünschte, es gäbe mehr Jedi für diese Mission. Das würde unsere Erfolgschancen erhöhen. Bleibt realistisch. Ihr müsst mir nur den Weg frei halten. Das werde ich tun. Und noch mehr. Das ist alles, Freunde. Möge die Macht mit uns sein. Genug der Plattitüden. Bringen wir es zu Ende. Genau, bringen wir es zu Ende. Nee, also Chronicle China. Boah, nee. Das hab ich noch auf Platte. Das wollte ich eigentlich mal bei YouTube hochladen, aber boah. Ich glaube, das haben sie nur gemacht, um so als Lückenfüller. India ist ja jetzt auch raus. Ja, das weiß ich nicht. Ich find's schlecht. Aber wo fahre ich denn jetzt am dümmsten lang? Wir können hier oben lang fahren. Was ich aber wiederum gelesen habe, dass die wieder dahingehend zurückgehen wollen, so wie das bei der Desmond-Saga war. Dass du halt quasi so einen Kunden hast, der dann halt wieder in die Maschine geht und seine Vorfahren spielt quasi. Und das soll dann in Ägypten spielen. Es soll aber nicht mehr jedes Jahr rauskommen. Also sonst war ja immer jedes Jahr ein neuer Teil von Assassin's Creed, aber das wollen sie jetzt nicht mehr machen. Sondern so alle 2 Jahre. Nee, es kommt kein China-Teil. Es kursieren im Internet so ein paar Bilder. So eine Artbooks oder so hier. Die hat aber einen Fan gemacht. Und nicht die Programmierer selber. Weil er unbedingt halt einen Asia-Style-mäßigen Assassin's Creed-Teil haben wollte. Ja, den wird es nicht geben. Weil mit China haben sie das abgedeckt. Da jetzt Indien kommt, wird Indien auch nicht mehr. Das Einzige, was halt wie gesagt in 2 Jahren kommt, ist Ägypten. Aha, okay. Ja, Remake. Für was?
Für was ein Remake von 1 bis 3? Ist doch albern. Das Spiel, obwohl es schon der erste Teil noch so, schon so alt ist, sieht da dennoch gut aus. Richtig gut. Und spielt sich auch noch richtig gut. Und ich muss ehrlich sagen, die Steuerung im ersten Teil finde ich weitaus besser als in den neuen Teilen. Stimmt, Far Cry kommt jetzt auch ein neuer raus. Das wird bestimmt auch witzig. Alles wieder in Ordnung. Ja klar, um Kohle zu machen. Die Story war halt auch nicht so schön erzählt wie in den anderen Teilen. Schlechtester Teil für mich ist immer noch Unity. Syndicate habe ich noch nicht gezockt. Habe ich aber gekauft. Bei Far Cry Primal oder Barbara, wie das hieß hier mit dem. Dann diese Tiere hast, die du dann hin und her schickst. Nach Steinzeit, glaube ich, ist das noch. Ja, weiß ich nicht. Das ist cool, wird oder nicht. Bin ich noch unentschlossen. Oh, da habe ich die mitgeholt. Das Spiel, was ich auf jeden Fall mir holen werde, das ist den. Na, ja. Wieso, was fehlen die denn für Features? In dem Game. Mal gucken. Ja, war doch klar. Du musst halt fallen an. Ich bin gespannt auf Division. Ich hoffe, das wird so geil, wie sie es anpreisen. Und ich hoffe nicht, dass er wieder so ein nächstes Episoden-Game dabei rauskommt. Das sollte helfen. Das ist einfach nur noch Olle, ey.
Dass jeder mit so einer Kacke anfängt. Vorgehen. Hallo Corbin. Ich bin erst seit kurzem, was? In SV-Kurzem gibt es eine Möglichkeit, eine UI zu sichern, die man sich erstellt hat. Ja, gibt es. Und zwar Interface Editor. Und dann kannst du hier einfach. Gehen wir mal Paula und Paulina ein. No. Na, Palu. Okay, Palu. Dann drückst du ja einfach Aufnahme speichern. Und dann ist die halt unter Paula und Dingsterbums gespeichert. No. Ich nehme aber hier die. So. Und da gibt es. Ich weiß jetzt aber nie. Da gibt es halt einen Ordner, der ist in so einer Datei. Das ist eine kleine Datei und da steht alles drin, was du halt eingestellt hast. No. Den musst du kopieren. Musst du mal im Internet gucken. Wie das Ding heißt. Ich weiß es jetzt nicht genau. Hä? Wo kommt denn der jetzt her? Moin Epic. Hä? Wieso kann ich den jetzt nicht angreifen? Man spüre die Macht der Sir. Oh, gibt auf jeden Fall. Es ist wie in WoW, wo du ja auch dann deine Ordner kopierst. Meistens für die ganzen Einstellungen. Das gibt's hier oben. Bin schon mal. Vielleicht kriege ich sogar raus, wo es ist. Ey. Meistens ist es da, wo dein Server. Also. Ist das bei Logs? Nee. Na, gehen wir mal hier rein. Der ist auch nicht drin. Da auch nicht. Der hat er auch nicht. War denn das? Hey, mal ganz blöd in den Raum gefragt. Was hörst du für Mucke? Ich höre. Also sagen wir mal so, eigentlich alles. Normalerweise höre ich alles, aber. Überwiegend Metal. Rock. Deathcore. Melodicore, Metal, ja, so. Ich hab's gerade hier nie gefunden. Und vielleicht unter Dokumente. Ne, hier gibt's bloß die Combat Logs. Ja. Ich höre auch Hip-Hop, also so ist nicht. Aber da auch eher am meisten nur Cool Savage. Wieder in Ordnung. Ja, ist ja klar, ne? Also wenn eine Firma, es ist ja quasi zwar ein Firmenname, aber dennoch ist es ja eine Filiale, verschiedene Filiale. Steht da schon wieder in die Wegfindung, ist doch kacke. Ich Lieblingsbands hab. Ja. Würde ich. Naja. Ja. Würde ich sagen. Also früher habe ich viel Korn gehört. Sehr viel.
dann Slipknot. Und halt Stone Sour. Das ist ja die zweite Band von Corey Taylor. Auf mit Soul and Blade, Alter. Maxi 007. Hallo. Ich kann's, wenn du es unbedingt willst, kann ich das nachher nochmal streamen. Aber es ist nicht so prall, muss ich sagen. Also ich find's nicht cool. Ich weiß nicht. Jemand hat eine Idee, wie man Spotify-Playlist verlinken kann, dann könnte ich die einfach hier reinposten und dann kannst du selber mal durchstöbern. Aber ich hab's gekauft, das Blade and Soul, ja. Ist halt ein Fehlkauf von vielen. Das Einzige, was an dem Game cool ist, dass es ein Pet zocken hat. Sieht jetzt, manche sehen es anders, aber ja. Ich glaube nicht, dass das Spiel sich in Europa so oder so richtig durchsetzen wird. Vor allen Dingen nachdem dann Black Desert raus ist. Was bei weitem cooler ist. Also, zurück zu Spotify. Wie macht man, verlinkt man seine Playlist von Spotify? Müssen wir da gleich mal selber gucken. Total verpeilt, wo ich hin muss. Hey, hier Jungs, ich will nicht spielen. Ja, ich war in Berlin vor ein paar Jahren, mal zum Konzert, war richtig geil, war mega geil. Was ich halt viel höre, ist halt Underground-Bands so. Weil ich finde, die machen sich mehr Mühe mit der Musik. So. Wo haben wir jetzt hier? Spotify. Spotify. Die kann ich direkt sharen. Okay. Ah, hier. Playlist. Kopieren, dann wäre das hier Playlist von mir. Das sieht wieder aus, ja. So. Ich hoffe, das funktioniert. Vielleicht findest du ja hier und da. Was auch zu Slipknot? Oder wie? Es ist richtig geil. Boah, übelst. Aber so fertig war ich noch nie bei einem Metal-Konzert beim Motion, ey. Das war so der Hammer. Die Klamotten konntest du einfach nur noch nehmen und ausringen. Das war total pervers. Wie komme ich jetzt hier durch? Die aktiviere das Kraftfeld. Ja, weil man natürlich nicht hochguckt, ne? Ah, Meister Tolbar Bragan. Oder Braga. Ihr seid am Strahlenschild vorbeigekommen. Das ist ärgerlich, aber ihr gewinnt trotzdem nicht. Das Volk von Corellia muss sterben, damit der Imperator siegen kann. Nur so können wir diese verdorbene Galaxis erlösen. Das Volk von Corellia muss sterben, damit der Imperator siegen kann. Nur so können wir diese verdorbene Galaxis erlösen. Die verdorbene Galaxis, lass mich die Reaktoren abschauen. Ich hab den. Was, hey. Die Galaxis erlösen, indem sie zerstört wird?
Das ist doch völlig verrückt. Diese Galaxis ist es nicht wert, gerettet zu werden. Jedes Wesen, jede Kreatur ist schwach und... Oh, Five Finger Death Punch, Alter. Die sind auch fett. Der Imperator ist stark, perfekt. Er steht über den Sith und den Jedi. Er wird die Sterne von unserer Verdorbenheit reinigen. Ah, hier genau. Eurer Logik zufolge kann ich also einen gefallenen Jedi erlösen, indem ich ihn töte. Meister Braga, bereitet euch auf eure Erlösung vor. Ratata. Es gibt's aufs Fressbrett, bis die Pfeffis in der Luft fliegen. Oh. Was ist denn hier passiert? Papa Roach, naja. Fand ich früher cooler. Bam. Und das war's für ihn. Lage hat euch nichts gebracht. Oh, jetzt schalten wir mal hier die Generatoren ab. General Vasatra, ich habe die Reaktoren des Kreuzers abgeschaltet. Ich wiederhole, der Schlachtkreuzer ist unter meiner Kontrolle. Verstanden. Ich schicke Truppen zur Sicherung und Übernahme des Schiffs durch die Republik. Die Schlacht hier unten ist fertig. Es kann sein, dass sie es nicht. Oh! Glaubt ihr wirklich, dass ihr gewonnen habt? Ihr verlängert lediglich das Leiden der Galaxis. Am Ende wird niemand gerettet. Diese Schlacht wird ewig weitergehen. Nichts, was ich tue, ist von Bedeutung. Nichts. Ihr habt versucht, Milliarden von Unschuldigen zu töten, nur weil der Imperator euer Ego verletzt hat. Er hat meinen Willen mit nur einem Gedanken zerstört. Die Macht ist stark in mir, aber das war nicht genug. Ihr habt seine Pläne fürs Erste aufgehalten, aber der Imperator ist geduldig. Er wird es immer wieder versuchen, bis er siegt. Es stimmt. Wir werden nie sicher sein, solange er lebt. Der Imperator ist auf Dromund Kaas. Sucht ihn nur auf. Ihr werdet sehen, wie sinnlos unsere Anstrengungen waren. Alles, was ich tue, führt mich zurück zum Imperator. Es gibt kein Zurück mehr. Seid vorsichtig mit Schicksalen. Sie sind selten das, was man sich erhofft. Ich gebe euch die Koordinaten des Imperators. Selbst in seinem geschwächten Zustand seid ihr ihm nicht ebenbürtig. Ich bin diese schreckliche Existenz leid. Mein Leben war ein einziger Fehlschlag. Beendet es. Natürlich, wenn du mich darum bittest, machen wir das. Ihr werdet die Macht des Imperators einsetzen, um Sith auszuschalten. Ihr werdet mein Attentäter sein. Ich werde die Macht des Imperators einsetzen, um Sith auszuschalten. Ich werde euer Attentäter sein. Ich fühle mich neu geboren. Mein Leben hat wieder einen Sinn. Beeindruckend. Ihr lernt dazu, Jedi. Hier, nehmt das. Ihr werdet jede Hilfe brauchen können, wenn ihr gegen den Imperator kämpft. Möge die Macht mit euch sein. Naja, mit dir nicht, aber okay. Du wirst für mich arbeiten. So, ich muss mal kurz AFK. Dann komme ich gleich weiter. Wieder. Brauche nämlich Kaffee.